Wie schmeckt dir heute dein Frühstück, mein Süßer? Deine Wurst? Super. Was ich sehr liebe, sind diese Rühreier. Mit Tomaten. Sobald wir Tomaten haben, bestelle ich die immer. Ja, ich Weil habe das dir so schmeckt eine dann wirklich riesige gut. Tomate geschnitten da rein. Und dann noch Schärfe da rein. Was mir heute habe ich ein paar Himbeerchen. Was mir heute besonders schmeckt, ist dieser Ziegenkäse. Der hat so Löcher. Und der ist so lecker. Hast du den probiert? Lecker. Diese Wurst, die wir auf dem Markt gekauft haben, Die schmeckt auch schmeckt gut. ja gut, ja? Amir Ziegenkäse heute. Mit Eiern, sehr Ich gut. habe dir vergessen zu sagen, ich habe gestern im Internet geguckt. Aha, ich will gucken, wie diese Tomate drin ist. Da bei der Firma, wo ich manchmal das Bier bestelle, also diese Aha. Malze, ne? Ja. Die haben eine neue Rubrik. Oh, Entschuldigung. Nein, Die haben eine neue Rubrik und die verkaufen für die Käseherstellung verschiedene Bakterien. Bakterien. Und zwar Tilsiter, Welche Firma ist das? Leerdammer. Für Bier? Für Bier, ja. Ah, eine ukrainische Firma. Ukrainische Firma, ja. Da hier Hier ist kauft ja Bier. jeder Ja, Käse. aber ich meine, da gibt's, hier ist Bier, habe ich da geguckt, und Käse herstellen. Oh, dann kaufen wir Guck mal was. hier. Habe ich noch nie gehört. Sauerteig-Vorspeisen. Nun, der übersetzt das ein bisschen falsch, aber hier gibt es Brinza. Brinza, Mascarpone, Philadelphia, Aber Tilsiter und hier geht es weiter ohne Ende. ich habe noch nie gekauft, was für Käse. Ich mache einfach so selber. Guck mal, mein Käse, welche Löcher. Cheddar, Cheddar, Tomaten, Domaschnitt. Tohor. Verschiedene Feta-Käse. Feta. Maßnahme. Maßnahme. Oh, Maßnahme interessiert mich. Ja, da kostet hier für 9 Sauerteig. Liter Käse, Sauerteig kostet 80 Hrivne, also 2 Euro. Oh, Maßnahme hätte ich gerne probiert. Und vielleicht ist das nur vermischen. Muss man mal lesen, wie Das das nur in die funktioniert. Milch geben. Nur in die Milch geben, ja? Ja. Das ist so ein Bakterium oder was ist das? Ja. Hier steht das. Sag was kann. Hier steht sogar auf Deutsch. Das kannst du mit Google übersetzen lassen. Enzym sind 3 Stück. Sauerteig 3 Stück für die Milchmenge 9 Liter. Dann Also. bestell mir Mastdamer. Ja. Drittbeliebteste Käse. Unsere Tomaten sind so Cool, lecker. ne? Wusste ich gar nicht, dass sie sowas auch haben. Ne? Guter Shop. Aber Schatz, Was hier passiert? schlechte Nachricht ist, dass die Tomaten alle schwarz werden jetzt. Ja, also mit den Tomaten ist Habe das ich immer so eine gelesen. Sache. Wir haben Tomaten im Gewächshaus gehabt. Damals, da ist uns das auch passiert. Dann haben Die wir jetzt Krankheit. auf Freilandhaltung, Freilandhaltung, sage ich schon, Freilandherstellung. Ja. Und trotzdem ist so, trocken war der Sommer eigentlich. Und Eigentlich so halt. gutes Wetter. Mal ein Regen, gut, aber trotz alledem diese Krankheit wieder Weißt du gekommen. warum? Warum? Alle Spritzen gegen Phytophthora. Alle. Sogar Paninada. Na? Und der Opa, wo wir jetzt gekauft haben, in Brode, die Tomaten. Er sagt, auch einmal habe ich gespritzt. Hat ehrlich erzählt. Weil ich habe gefragt, haben Sie gespritzt die Tomaten? Sonst kaufe ich die nicht. Ja, mal einmal. Ja, der war ehrlich. Aber das würde ich gerne mal die Zuschauer fragen. Wir haben ja auch einige Experten. Eine Family hat uns mal Bilder geschickt. Die haben so super tolle Oh. Tomaten. Oh, die Aber waren schreibt schön. uns mal, wie macht ihr das, dass das. Warte mal. Ja. Wie macht ihr das mit den Tomaten? Dass das Nicht nicht schwarz wird. klappt, ja, nicht schwarz wird. Spritzt ihr da oder kann man das auch ohne Spritzen machen? Gibt es da irgendwelche Tricks? Würde mich mal interessieren. Ne? Warum die bei mir schwarze Stellen bekommen? Ja gut, man kann ja spritzen, dann wäre das nicht. Ja. Phytophthora. Phytophthora, ja. Das wäre mal so schön, Was wenn. macht ihr Könnt ihr dagegen? mal Nun, uns vielen mal Dank, schreiben. liebe Zuschauer. Weil ich habe das fast jedes Jahr. Es war selten ein Jahr. Obwohl, ich will ja nicht sagen, wir haben schon sehr viele Tomaten dieses Jahr geerntet und die waren gut. Ich habe schon Soßen gemacht. Die sind auch lecker, also. Aber hier fängt Aber das dann immer an, diese nee, schwarzen Stellen, ne? die geht noch. Aber da jetzt im Feld, Schwarz. Ja, schade. alles wird schwarz.
Und gleich kommt Regen, dann werden die noch mehr schwarz. Und deshalb, ich habe der Natalia schon gesagt, vergiss das mit den Tomaten. Ich war immer so enttäuscht. Ich habe das damals alles so angebunden und so voll enthusiastisch. Ich binde gar nichts an, aber ich bin froh, dass ich dieses Jahr für die nichts gemacht habe, gar nichts. Ja. Und trotzdem viele gegessen. Ja, aber ich habe schon gesagt, nö, ich mache da nichts mehr und wir kaufen die lieber. Hört mal, für 1 Euro ein Kilo, da werde ich mich doch jetzt hier nicht da tausende Stunden mit und das 1 Euro Kilo, die sind noch von sich zu Hause. Ja, ich meine, es ist ja auch nicht heute eine Geldsache. Heute sind wir bei der Bar, ich frage mal die Natalia, die verkauft ja immer ihre Tomaten eigen. Wie die das macht. Aber ich meine, es ist ja auch nicht mit Geld. Nee, nicht wie die das macht. Ich will ja von ihr noch kaufen. So. Die spritzt, die hat mir erzählt, dass sie spritzt. Ja, nee, mein Gedanke war eigentlich nicht wegen dem Geld, aber wenn man sich die Arbeit immer macht und dann klappt das nicht. Ja, weil dieses Jahr hatten wir keine Arbeit. Diese Tomaten. Nee, das ist die Methode im Moment. Das ist gut. Du nichts lässt sie einfach wachsen. Fertig. Nichts gespritzt. Ja, fertig. Gar nichts, genau. Und dann kriegst du halt so viel, wie du kriegst. Wir haben gegessen und jetzt genieße ich noch die. Und da habe ich noch ein paar geerntet, aber ja. Viele sind schwarz. Was natürlich sein kann, ist, dass die, wie nennt man das? Ach, du warst die ganze Zeit nicht scharf. Die Kamera hat wieder gesponnen. Ja, das ist nicht schön. Naja, auf jeden Fall, was man machen kann, was man noch machen könnte, was ich vermute, ist, dass du zu viele Tomaten auf einen Fleck hast. Ja. Das könnte auch sein. Ja, ja. Dass die ein bisschen mehr gestreut sein müssen. Und das mache ich jedes Jahr, weil wenn die klein sind, ich denke, oh ja, da kann man noch eine reinsetzen und dann wird das so ein Urwald. Mhm. Das könnte natürlich noch ein bisschen mehr lüften. Ich muss ja auch Stelle ändern. Ja, die Stelle wieder ändern. Du kannst ja nicht immer pflanzen, da wo die Krankheit war. Ja, ja, wieder eine andere Stelle. Vielleicht mal auf der ganz anderen Seite. Da hatten wir noch nie Tomaten. Bloß da ist weniger Sonne. Ja, das ist auch wieder so. Ich habe das gemacht wegen der Sonne. Alle, Käse ist heute 1+. Super. 1+. Ja, dann ich kau auch mal wieder was ja, weiter. Ja, mal einen guten Appetit. Euch auch guten Appetit. Grazie. Die ganze Familie ist schon Mama, Opa und 3 Kinder. Ah, die fangen jetzt schon an, richtiges Futter zu essen. Katzenfutter, Kefir, Quark, Brot. Ja, die spielen ja auch den ganzen Tag. Wer so viel rumspielt, der muss auch was essen. Und gekochte Kartoffeln. Wahnsinn, die fangen an zu essen, ne? So schnell geht das. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Ist so schönes Heu. Ist schon so ein bisschen angetrocknet. Wermut, genau. Wermut essen, gut. Was für schlaue Mama. Zeigt den Kindern gutes Beispiel, dass man Wermut essen soll. Ui, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wermut, Mais. Ein bisschen Korn, aber mehr Heu und Wermut. Darf ich dich anfassen? Nein? Nein? Ui, ui, ui. Ich würde dich so gerne mal umarmen. Ui, danke. Ui, danke. Ich darf dich mit dir kuscheln. Danke. Nur schau. Gekuschelt? Nur gut. Geh zu Mama. Ja. Frisst Heu schön. So ein bisschen getrocknet gestern. Und jetzt verstecke ich das lieber in die Truhe, weil es könnte ja Regen kommen. Könnte ja Regen kommen. Und der Papa macht Schweinchengeräusche beim Kornessen. Stjopuchka, was ist das für kleines Kind bei dir?
така маленька. Що то за маленьке таке? Ти маленьке. Alle wollen was haben. Hier, hier. Hoffentlich bleibt er gesund, isst schön Heu und Wermut und alles. Stopuchka, komm. Komm. Ой, моя Халёсь. Ой, ти Халёсенький. Ну, що ти говориш? Ins Wasser? Bist du ein bisschen ins Wasser gefallen? Ну, sag. Ну, sag was. Sag, маленький, sag. Ну, sag was. Sag. Муркає, муркає. О, то файний котик, раз він муркає. А ти? Ду? Ти не муркаєш? О, де Анесь? Де Анесь? Der andere macht Geräusche. Den werde ich auf jeden Fall für mich behalten. Weil der macht Murmurmur. Seht ihr, liebe Freunde, der ist hier auf dem Arm und macht dieses Murr-Geräusche. Und die mag ich. Und weil ich die so gerne mag, wird das mein Junge sein. Und alle anderen kann ich sogar verschenken. Verschenken. Ui, der liebt das. Boah, der liebt das. Der genießt das, gestreichelt zu werden. Der hier, das ist jetzt mein Lieblings. So, ab jetzt bist du mein Liebling, Junge. So. Ich probiere. Ja? Schatzi, guck mal, der Junge. Ui, du hast wirklich schon leer gemacht? Ja, aber unten ist was drin. Ich wollte dich bitten, ob du das machst. Ich komme da nicht rein. Mhm. Wow, wie hast du das geschafft? Mit Wasser. Pass auf, dass du nicht blockst an irgendwas. Mit Wasser und über Nacht drin gelassen. Wasser über Nacht gelassen? Ja, normalerweise kannst du ja kein Wasser dazu nehmen. Und das ging? Aber ich brauche das ja mit Wasser. Ja, ja, sowieso. Und das ging? Ja. Wow. Dann hat sich das gelöst ein bisschen. Unglaublich. Ich habe gestern mich so gequält mit Holzlöffel. Jo, Schatzi, jetzt erinnerst du, dass ich Gas anhabe. Schatzi, probier mal, ob der bei dir diese Murrgeräusche macht. Bei mir ja, weil das wird jetzt unser Junge. Den behalten wir. Wolltest du nicht den mit dem weißen Pfoten? Ja, ja. Nee, ich wollte den, der diese Geräusche macht. Katzengeräusche. Gleich, nein, macht keine gleich, Geräusche. Gleich wird machen. Bei mir hat schon gemacht. Das ist der Richtige, der macht Geräusche. Und die alle... Die der Richtige, der Geräusche ja, macht. Ja, 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 ja. Okay, ich mach dir das ab. Nee, Moment macht der nicht. Moment nicht, weil der ist ein... Aber der bleibt. Nicht. Der bleibt sitzen bei dir. Genau. Süß ist der Wert. Ja, die anderen wollen spielen und der will bei uns sitzen. Danke, Marusa. Schnell, schnell, schnell. Wäsche habe ich abgenommen. Regen kommt, Regen kommt. Молодец, Марусенька. Так, hier haben wir...
На, Марусечка, вылечай на плахта. Будем то все хувати. Та шкода. А то кози з'їдять. А воно зараз змокне. Але ми все одно будемо працювати, Марусю, під дахом. Ми маємо роботу. Що там вдома нового? А де всі? А, то як тобі добре. То так файно, як мами нема, правда? Чистий спокій. Ледве збулимося. А як? Що, не хотіла їхати? Вона то поїхала на 7-му аж. А, та? 7-й годині пішла. Та? А як ледве збулася? Не хотіла їхати? А Дяківська прийшла зі з тою Людкою? З Людою. А що вони хотіли? Мали горілку зі собою. І ти не пила з ними, Марусю? Ні. Боже, яка молодець. А я пішла на... собі два горнятки кави зробила. І пішла на роботу. І пішла до вас. Кажи, та я маю на роботу йти, а не та, як ви лажу по селі. Вони принесли чистий спір. Ходять з кухтою і чистий спір, що собі шлунки попалять. Ну. Ужас. Марусю, а в нас тут такий о, дітський сад. Маленький, ну, дитячий садочок. Ну. А наша кобочка не хоче, як брат, хоч би хотів тебе цюпа злапати. Ну, ні. Не дає? Не дасть. Кусається? Не дасть цюпа злапати. Маруся erzählt mir, dass von diesen Hühnern, die wir damals gekauft haben bei Pani Nina, haben die schon Küken. Freut sich so sehr, dass die Küken hat. So, die versteckt das auf ein Tuch. Es sieht so sehr nach Regen aus. Sehr stark nach Regen. Oh, ist sehr schön, mein Hibiskus. Ich guck mal, ob die rauskam. Ich habe gerade Futter gebracht für die kleinen Perlhühnchen. Ja, die ist schon raus mit denen. Meine Süße. Und die essen heute Hefe. Christians Hefe. Die war lange im Kühlschrank. Die ist, jetzt essen die Hühner. Und alles mögliche Korn. So. Ich gehe weiter. Ich habe viel, viel Arbeit noch. Vor dem Regen. So, was heißt du, Marus? Was hast du auf der Plachtu? Ich habe dir gestellt. Ну, дивися, als ob ich das für ihn gemacht habe. Schönes Bettchen, ne? Так, ich guck mal, ob das schon trocken. Ну, воно ще не сухе, але шкода, як змокне. А може і не буде дощу, Марусю, хто його знає? Ну, хто його знає? Зараз я подивлюсь, почитаю зараз. Das hier schnell sowas wegfegen. Solche Sachen vom Boden und dann tue ich das noch schnell in den Stall wegen dem Regen. Das wollte ich noch auf den Kompost bringen, die ganzen Reste von Kohl und Mais und Äpfeln und so, aber braucht man nicht. Jetzt erstmal die Ziegen schnell wegbringen und Heu retten. Marusia bringt noch solche Heu hier rein. Solche Heu ist noch grün, noch nass, aber wenn man hier schön ausbreitet, vielleicht essen. Schade, wenn nass jetzt wird. Oh, danke. Okay. Oh, wie riecht. Das ist so richtig lecker, das ist richtig lecker. Okay, mache ich das noch sauber? Schatzi, unser Stopka fährt jetzt immer mit, ne? Jetzt fährt er mit hier. Oh, hier sind die Sonnen. Da sind die alle, die Bienen. Heute ist so grau. Aber die gehen schon, die Köpfe hängen. Da sind schon Samen dran. Das heißt, der Honig ist schon zu Ende. Ja? Ah, das sind schon Kerne. Ja, sind schon Kerne. Entwickelt sich. Na, leng. Da gibt es noch überall. Vielleicht sind die da. Immer darfst du mitfahren. Immer. Aber du musst schon artig setzen. Ja. Ich wollte schon hier auf die Scheibe hoch. No, die Scheibe auf hier drauf. Am besten wäre, wenn der hinten auf dem Sitz. Auf dem Sitz. Mit dem Schwanz. Oder
Ja, im Kofferraum ist bei dem Auto hier schlecht. Nee, 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 heute tust du den. Ah, hier, guck mal, da sind die noch anders, siehst du? Wie viel? Ach, die sind aber direkt bei uns im Moor. Ich dachte, die sind weiter. Nein, das ist für die Bienen nur 500 Meter, das habe ich ja auch gesehen. 500 Meter? Endlich wirst du mal schlau. Da. Nachschau, du bist wie Maschine. Ja. Nicht hier mich anrufen. Maschine jede. Oh nein, nein, nein. Warte mal, ich muss schalten. Stoppi. Ja. Könnte es ja auch ein kleinerer Hund sein. Dann könntest du noch besser reinpassen. Aber passt schon fast nicht mehr hier bei meinen Beinen. Ja, zum Glück ist er ja ausgewachsen, ne? No. Und zurück nach Hause kannst du auch mitfahren. Heute ist gar nicht so weit, aber der hat schon keine Lust. Nein, nicht auf meinen Schoß. Du bleib da liegen. Nein, nein, bleib liegen. Fuß runter. Na, Fuß runter. Tak, tak, tak. Harno stojate, Stjopčka. Abo siste. Ты можешь siste. Eine liebe Zeit, du musst ja das doch mal merken. Will nicht mehr rennen. Nee, nee, der wird schon älter. Sehr gut, Doktor, das hast du gut gelernt. Guter Junge. Heute haben wir Reste. Würde ich fast gar nicht sagen, Reste. Mais, aber neu, frisch. Diese Suppe ist voll lecker. Scharf. Chebureke. Noch einen hast du. Ein bisschen heiß noch. Ja, der schmeckt sehr gut. Und Salat haben wir heute. Aubergine. Aubergine mit Knoblauch angebraten. Chili, Zwiebel, Kohl. Fertig, jetzt noch nur noch durchmischen. Moment. Was ist das hier? Das ist Brühe. Und das ist Füße und so und Hals. Moment. Und der Salat sieht auch schon mal toll aus. Genau. Ich muss vielleicht noch, ich muss sagen, ich probiere kurz, ob vielleicht noch Apfelessig ein bisschen, eine kleine Prise. Gut. Bisschen Essig. Kleine Prise. Lecker. Scharf. Sehr gut. Apfelessig. Schlückchen. Ganz wenig. Und jetzt probieren, mein Süßer. Mit scharfer Chili probieren. Ja, mit dem. Also. Ja, mit dem. Muss man sicher gehen, dass alles auf dem Löffel ist. Mhm. Also das schmeckt gut mit dem. Mit der Aubergine. Sehr gut. Sehr, sehr lecker. Knoblauch, Aubergine. Guten Appetit.
Heute sind die Vögelchen schon ein Tag alt. Heute ist der zweite Tag. Kommt die anderen raus aus den Federn. Alle müssen essen, alle. Hirse, wir waren heute extra im Geschäft, um den Hirse zu kaufen, eine Packung. Und sonst nichts. Und Klopapier haben wir noch gekauft. Stjopka ist mitgefahren. Bitte kommt noch andere raus. Vögelchen, bitte. Nur eins frisst. Stjopka, пішов. Не можна. Stjopka, не можна. Stjopka, geh hier weg. Die ist nervös. Пішов, сказала. Nur eins frisst fleißig. Nur eins. Kommen nicht die anderen, aber ich wollte, dass die anderen auch was essen. Geht, geht, geht. Ich will, dass die anderen. Nein, nicht beißen. Zeig mir mal die anderen. Die müssen auch essen. Dabei, isst. Isst. Der silberne. Oh, jetzt essen alle drei, noch eins fehlt. Wie gut, dass du was isst, kleiner Süßer. Du hast so schöne Farbe. Fleißig, sehr gut. Hoffentlich sind das Jungs. Das wäre schön, wenn die alle Jungs wären. Dann hätte ich meine Jungs wieder da. Früher hatte ich so viele Jungs. Noch einer fehlt, der vierte. Na gut, wenigstens die essen sich satt. Ich könnte die ganze Tag beobachten. Ganze Tag könnte ich die beobachten. Wir haben früher in Mexiko gewohnt, bevor wir in die Ukraine gekommen sind. Und schon in Mexiko hatten wir die Perlhühner. Ja, wir hatten die da auch.
Und ich habe die immer geliebt. Immer. Nein, ihr nicht. Ihr nicht. Weg hier. Nein. 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 Nur die Kinder. Oh, wie ich hoffe, dass alle vier überleben, Perlhühnchen. Wie traurig ich war, wo dieser wunderschöne Küken weg war. Na gut, ich gehe weiter arbeiten. Muss noch eine Familie Futter geben, Kinderchen. Und ich muss noch weiter, okay? Und ihr müsst euch schön satt essen, aber ich mache euch zu, okay? Ah, und trinken gebe ich euch noch. Trinken? Nein, 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 nein. Ich bringe euch noch das Getränk. Zumachen. Damit wir keine Hühner euch belasten, belästigen. Trinken, Wasser. Oh, ihr habt auch schon kein Wasser mehr. Alles umgestoßen. So, das gleich bringe ich euch. Moment. So, erst heute die letzten Zöpfe geflechtet oder geflochten. Die letzten Zöpfe, zwei. Alle anderen hat mein Schatz schon gestern aufgehangen. Blaue und weiße und jetzt noch die gelben gemacht. Das sind hier nicht so schöne. Die essen wir jetzt. Die essen wir jetzt die Tage auf und gut. Und dann ist die Arbeit mit Zwiebeln dieses Jahr erledigt. Jetzt nur noch essen. Das fege ich schon morgen, weil ich muss noch, das alles mache ich morgen sauber. Die ganzen Kartons hier wegräumen, weil ich muss nämlich zu der Nachbarin noch Gurken sammeln. Gurken sammeln. Ich wollte gucken, ob mein Schatz hat schon repariert. Hier ist eine Gabel so kaputt gewesen. Hat er die repariert oder nicht? Muss ich fragen erstmal. So, meine liebe Zuschauer, meine lieben Freunde, ich gehe jetzt noch die Gurken zu der Nachbarin wieder sammeln. War da schon sehr lange nicht. Ein paar Tage war ich nicht. Keine Zeit gehabt. Schnur und Messer lasse ich hier liegen bei meinem Schatz. Er hat hier seine Sachen. So, später hängt er für mich auf. Die sind schön geworden. Die Blumen. Aber ich habe vergessen, euch zu zeigen. Die wunderschöne Karne. Karne, guckt mal, liebe Freunde. Guckt mal. Welche Schönheit hier unter dem Dach. Und da kommen noch mehr. Solche rote, rote, schöne Farbe. Hm? Solche riesige. Von da geht nach hier. Hm? Und da sehe ich noch eine Tomate. Eine arme Tomätchen hier irgendwie. Weiß ich nicht, wie die hier kamen. Ich habe hier keine Tomate gepflanzt. So, los, Gurken sammeln. Gurken sammeln. Äpfel haben wir schon gegeben, den Ziegen. Heute bei der Nachbarin. Eimer nehmen. Schatz ist noch zu mir gekommen. Und wir sammeln die Gurken, aber die sind schon riesig. Riesige Gurken. Das sind Monster. Aber Schatz, ich bin selber schuld, dass ich nicht Zeit hatte vorher zu kommen. Aber ich hatte wirklich keine Zeit.
Dann hatte ich das noch mit dem Durchfall. Ein paar Tage war ich krank. 2-3 Tage dann immer irgendwas zu tun. Aber die Ziegen freuen sich über die. 2 Gläser habe ich, Schatz, gemacht für Ivanka. Die wird sowieso bald kommen. Die muss ja noch Kartoffeln ausgraben. Lange wird sie nicht in Italien, ne? Ich denke, dass die Tochter kommt. Oder die Tochter kommt. Die wird nicht kommen. Das lohnt sich ja nicht. Nee, die wird kommen. Unter den Gurken habe ich noch rote Mirabellen, ne? Nee, die hat gesagt, die geht nicht lange nach Italien. Nicht lange? Nee. Die kann man noch essen, die hier. Wir kriegen Besuch aus Deutschland. Ja. Wir freuen uns schon. Ach so, heute hat übrigens der Gernik angerufen. Das ist schon. Der kommt morgen, aber der kommt nicht zu uns. Die Frau will nicht, die hat so viel zu tun da. Ah, mit der Frau wollte kommen. Aber die kommt morgen, mit der Frau ist dort. Ah, ja, ja, aber die will nicht zu uns. Ja, die hat so viel zu tun, die will den Garten machen. Ah, nur jasno. Rum. Ich wollte nur mal hören, wie es den Bienen geht. Ja. Eine Bienenfamilie ist ihm abgehauen. Der Poder ist. Ah, das versteht er. Er ist ja nicht da. Ich glaube, diese Mirabellen werden drunter zerdrückt, alle, macht ja nichts. Ich werde zu Hause gleich sortieren. Die gelben, da sind noch blaue Pflaumen, die habe ich auch gesammelt. Die gelben Gurken gebe ich jetzt alle den Ziegen und solche auch. Oh, gut, dass ich überhaupt 2 Eimer, ich wollte erst 1 Eimer nur nehmen. Boah. Ich wollte erst noch. Und dann, Schatz, wenn wir fertig sind, können wir dann einen schönen Film gucken. Oder Kochsendung. Ja, gut. Och, du Schatz. Guck mal hier, was ich noch hatte. Welche 2 Pferde, Schatz. Warum sind wir nicht vorher gekommen? Wir faule Bärchen. Boah. Ich habe keinen Platz mehr. Nur. Aber die, wir sind die ja kann fertig. Ich so tragen. Du bist ja zu mir gekommen. Da ist noch eine riesig. Und die ist lecker. Eine habe ich noch leckere. Die ist auch noch. Die hast du verpasst. Verpasst. Eine leckere. Noch nicht verpasst. Ich war hier noch nicht fertig. Da liegt noch eine. Kannst du mir die leckere haben in der Tasche? Nee, die ist aber kaputt. Nee, die esse ich. Die schäle ich mir nicht. Die kleinen, ich habe noch meine sehr viele leckere kleinen, aber ich spare die. Ich tue mir die sogar in den Kühlschrank, weil ich rieche schon mit meiner Nase, dass die Gurken sind nicht mehr lange. Oh, Melone! Ivanka hat Melone gepflanzt. Ja, vielleicht wächst die. Die wächst, aber die wächst nicht mehr. Das ist schon. Ich würde aber dir sagen, ich nehme die einmal Bildungsgurke in der Hand. Dobre, zaraz візьму. Давай мені гарні сюди. Сюди клади, так. А то. Sind wir denn komplett fertig? Ja, das so. Hab ich nichts verpasst? Ich gucke auch immer noch, aber ich sehe keine. Aber ich muss die zu Hause sortieren, gut. Da ist noch eine kleine. Ich tue die kleinen noch schon im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil ich habe Angst, dass es bald keine Gurken mehr gibt. Und dann werde ich hungern. Da. Noch eine. Ich hoffe, Ivanka ist nicht beleidigt, dass ich nur 2 Gläser gemacht habe. Aber ich hatte keine Zeit mehr zu machen. Kleiner Kohl ist auch schon. Fertig. Schwerseitig? Nee. Joi, Schatzi, wie ich bin dir dankbar, dass du gekommen bist. Ja, das ist. Jo, und erstmal habe ich gesagt, nein, brauchst du nicht. Ich mache das. Ja. Ich gebe direkt. Die freuen sich. Die haben jeden Tag, die haben gerade 2 Eimer Äpfel. Jetzt ist noch 1 Eimer Gurken. 2 Eimer Gurken.
Ja, so, ja. Solche blauen, ne? Leider macht man die beim Vorbeilauf immer ein bisschen kaputt. Leider machen die auch viel Dreck, aber die sind sehr romantisch. Diese Pflaumen haben wir auch noch mitgenommen, ein paar. 10 Stückchen. Erstmal gebe ich euch ein paar und dann gehe ich mit euch noch spazieren, weil ich eine bestimmte Blume brauche. Da hinten. Ihr habt doch die ganzen Äpfel gelassen. Spoiled. Spoiled girls. Girls and boys. Na, ganze das gelassen. Ein paar Gurken erstmal. Fressen die gar nicht. Wir sind schon so verwöhnt. Isst Gurken, habe ich euch gerieben. Das sind erste Gurken, die ich euch gerieben. Nein, nicht machen. Gurken essen. Hier mit dieser Reibe. Und was für schöne Sonnenblumen hier. Die sind alle gekommen. Hier ist nur eine gekommen? Oh. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Nur eine. Nur eine, aber wie schön. Überall nur schön. Ja, Tassi. So schöne Blümchen, lila. Blümchen da, Blümchen hier. Isst Gurken, das ist lecker. Probiert gerade. Die Große hat probiert und ich glaube, das hat dir geschmeckt. Probier. Wenn es schmeckt, dann reibe ich euch immer. Probier noch mehr. Noch eine, genau. Gut. Das schmeckt doch lecker. Und dann auch noch Zucchinis. Vielleicht mische ich die mit Korn. Da ist aber natürlich viel Korn dabei. Das sind wunderschöne Blumen. Ich bin mit Ziegen spazieren. Wunderschöne Blumen, aber das sind nicht die, die ich brauche für meinen Tee. Für meinen Tee, für meinen Leber brauche ich andere Blumen. Dobry večer! Die gehe ich jetzt suchen. Vielleicht das sind die, die ich brauche. Nein, das sind nicht die. Das sind nicht die.
Blumочка. Будьте біля мене. Карамелька. Біля мене, біля мене. Бо я буду сваритися. Катруся, ні. Ні, не можна. Ах, da sind die. Da sind diese ganzen Blumen. Die muss ich gleich ganz viele mitnehmen. Тут будьте біля мене. Hop, 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 Катруся. Bei mir bleiben. Bei mir bleiben. Hier ganze Haufen davon, die brauche ich für meinen Tee. Das sind die, die ich brauche. Und ich sehe die da hier. Hier beim Pan Vasil vor dem Haus. Einfach überall auf der Straße sind die. Und das sind meine absolute Lieblingsteeblumen. Die tun mir so gut für Leber. Die beruhigen mich so sehr, wenn ich irgendwas Falsches gegessen habe oder einfach zu viel gegessen habe. Das ist meine wunderschöne Blümchen. Okay, ich mache jetzt Video aus und sammle meine wunderschönen Bouquets. Die nehme ich meistens auch so mit Wurzeln. Und trotzdem wachsen die hier jedes Jahr. Jedes Jahr. Ah, und da hinten sind noch diese Seifenblumen. Ganz viele. Pan Vasil lebt hier in dem Haus. Das sind diese rosa Seifenblumen, auch sehr viel. Тут будьте, мої дівчатка. Там нічого інакшого, ліпшого нема для вас. Oh, und Johanniskraut ist auch gut, aber die habe ich ja schon genommen. Ja, paar kann ich noch mehr nehmen. Nehme ich ein paar noch mehr. Ah, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker. Nein, 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 nein. Nein, bei mir bleiben. Bei mir bleiben, Kinder. Hier sind noch solche, aber das sind auch nicht die, die ich brauche. Da hinten sind noch andere gelbe. Aber das sind auch nicht die, die ich brauche. Johanniskraut habe ich schon. Noch mal eine. Ich habe schon viel davon getrocknet. Aber jetzt muss ich noch diese meine absolut Lieblings. Das ist auch sehr schöne Blume. Die riecht so nach Honig. Und diese blaue haben wir auch ganz viele bei den Bienen stehen. Diese blaue. Mann, was habt ihr hier für schön. Wie lecker habt ihr hier. Катрусечка. Як файно. Aber ich will nur, dass die bei mir bleiben, weil da hinten, weit, weit, weit hinten, hinter diesen Bäumen, ist Sojafeld. Leute haben sich Soja gepflanzt. Und das darf ich nicht. Ui, das ist, glaube ich, diese schreckliche Pflanze. Diese schreckliche, schlechte Pflanze, die man muss immer vernichten. Jetzt habe ich die vernichtet. Die kommt hier aus Russland, haben die gesagt. Die hier. Будьте біля мене. Ich singe für euch, okay? Ich singe für euch, ich singe für euch. Nun bleibt bei mir. Ой, що за шум учинився, що комарик та й на мусі оженився, що комарик та й на мусі оженився. Взяв собі жінку невеличку, гей, що не вмієш ти прясти чоловічку, що не вмієш ти прясти чоловічку, шити прясти, ще й варити. І не вміє з комариком добре жити,
Inimis, komare, kom dobre žete. Chodit trošičky suda, suda. Zurück, ich muss. Nee, 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 Blumutschka, du gehst zu weit. Ich will nicht, dass die hier sogar in die Nähe von diesem Sojafeld kommen. Bisschen zurück. Guck mal, wie lecker hier. Lecker. Kommt. Kommt. Ne? Schöne Mies, komare, komm, dobre Jete. Не взялася на раз шура буря. Комари кота із дубочка здула. Комарика молодого здула. Ко, комт, комт. Ich denke, die... Ходіть сюди! На-н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 а! Apfelbaum. Jetzt sind die alle unter den Apfelbäumen. Dobre, dobre, dobre. Ganze Eimer mitgebracht, liebe Freunde. So richtig, richtig dick gepackt mit diesen Blumen und noch Johanniskraut. Alle Wurzeln abgeschnitten. Jetzt muss ich die ganzen Wurzeln hier noch wegräumen. Dann bin ich fertig. Dann duschen und Feierabend.